Dann haben wir ja noch dieses Puzzle hier. Dann haben wir es. Mit dem Parkhaus geschafft für heute. Es muss eine Verbindung sein. Das geht ja nur so. Das ist auch Blödsinn. Da muss das hin. Telefon. Sirius. Es wird Zeit. Horrorfilme und so. Horrorfilme. Hallo? Schön, dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wer? Was? Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwöre Sie, Miss Kay, wenn Sie ihr wehtun. Haben wir von ihm einen Auftrag gekriegt? Wenn du das blöde Ding nicht fallen lassen, könntest du gehen. Keine Sorge, Sherry. Das ist alles bald vorbei. Irgendwo muss es hier rausgehen. Oh, jetzt kommt noch der ganze Sherry-Part. Puppe, ja, mit dem will man am liebsten spielen. Jetzt spielen wir die kleine Sherry Kisser. Vorgeschichte von Lucky Five. Toybox. Ja, vielleicht erstmal die Puppe untersuchen. Spiel mit mir! Okay, Block.
Ah, wir können den noch drehen. Nee, Moment, das ist falsch. Dreieck, Stern. Ja, auch nicht. Der ist bestimmt nicht richtig. War das denn? Das ist ja wie beim diesen komischen Würfel. Alles passt, aber einer dann nicht. Ach so, hier. Okay, enden muss es mit Stern und Dreieck. End. Viereck, Dreieck. Nein. Der ist richtig, der ist richtig. Das ist schon mal nicht. So. So, fertig. Oh, eine Schere. Messer, Gabel, Schere, Licht spielen kleine Kinder nicht. Aber die Sherry macht das. Damit können wir das jetzt hier vielleicht aufschneiden. Block. Ein Überwachungsraum. Wird das Waisenhaus sein, wovon man bei der Lyon-Kampagne gelesen hat? Nicht rennen. Regenbogen. Wahrscheinlich gibt es gleich noch ein Part, wo man nicht von Chief entdeckt werden darf. Oder Walter Weiß dann hier durch die Gänge läuft und dann muss man sich verstecken.
Das muss die Tür hier raus sein. Aber die ist natürlich verschlossen. Und der Schlüssel zur Tür ist in der Hosentasche vom Chief. Und der Chief, der liegt jetzt auf der Couch und pennt. Mist, ich brauche einen Schlüssel. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Toms Tagebuch. Vor 2 Monaten habe ich Oliver einen Brief geschrieben. Immer noch keine Antwort. Nix. Aber so ist das immer, wenn einer adoptiert wird. Er lebt bestimmt wie ein König in einem prächtigen Haus und hat uns vergessen. Ich dachte immer, Oliver wäre anders und würde immer mein Freund sein. Da lag ich wohl falsch. Tja, am Ende zeigen das ja auch nur Taten. Sagen kann man viel, wenn der Tag lang ist. Und man soll nicht so viel denken. 8. Februar. Anja hat heute den Kleinen eine Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, dass alle Kinder, die adoptiert werden, von den schwarzen Männern gefressen werden. Deshalb hört man nichts mehr von ihnen. Ich weiß zwar nicht, woher sie ihre Ideen hat, aber sie wäre bestimmt eine gute Autorin von Horror-Schund-Romanen. Hier stimmt was nicht, und zwar nicht nur ans Geschichten. Versteht mich nicht falsch, ich war schon an schlimmeren Orten. Wir werden zwar von einem großen Pharmakonzern gesponsert, aber dafür dürfen wir niemanden anrufen und nicht raus? Warum sind hier so viele Ärzte? Ich schätze mal, das ist wie bei 4. Einfach so, dass die Kinder für Experimente benutzt werden. Und natürlich dürfen sie niemanden davon erzählen. Und was sind das für Spritzen jeden Tag? Ja, da ist es ja. Ist fast wie, ich werde adoptiert. Ja, ich. Die meisten Leute nehmen kleinere Kinder und ich dachte immer, ich werde zu alt, aber ich freue mich schon. Ach was, ich bin total aus dem Häuschen. Am 20. reise ich hier ab. Ich werde alles tun, um ein guter Sohn zu sein, auf den meine neuen Eltern stolz sein können. Oliver ist heute mitten in der Nacht aufgetaucht. Er war total fertig und schrie um Hilfe. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Seine Gesichtshaut blätterte ab. Die Lehrer und Ärzte kümmern sich jetzt um ihn. Sie sagten, es sei nur eine Hautkrankheit und er würde bald wieder gesund. Dann können wir wieder zusammen Abenteuer erleben. Aber wahrscheinlich wurde er zum Zombie. Ach, der Chief hört klassische Musik. Aber ich glaube, er pennt. Oh nein! Er ist das! Er pennt also nicht. Ich hoffe, das ist jetzt keine lizenzierte Musik. Tagebuch. Wenn du das liest, ruf die Polizei. Hier sind schwarze Männer, die alle auffressen. Viele schwarze Männer. Hilfe, sie kommen. Hilfe, Mami. Im ersten Teil. In Teil Zero schrieb auch ein kleines Mädchen solche Tagebücher, weil sie sich schon verwandelte. Sirius, hör auf damit. Der Schlüssel.